Indien ist einer der größten Salzproduzenten der Welt. Ein Drittel davon kommt aus dieser Wüste. Das trockene, rissige Land des Little Run of Kutch war einst ein Meeresboden. Heute leben über 6000 Familien in dieser Wüste, die das Salz von Hand ernten. Sie sind als Agariyas bekannt und ernten seit Generationen Salz in diesen schwierigen Bedingungen. Nur wer hohe Temperaturen aushält, kann hier arbeiten, denn die Hitze der Sonne kommt von oben und die Wüste strahlt Wärme von unten ab. Die Luft kann bis zu 47 Grad Celsius warm werden. Der Boden, auf dem sie arbeiten, ist sehr salzig. Wir bekommen Hautkrankheiten. Wir bekommen Geschwüre an den Beinen. Wir können nicht laufen. Dabei verdienen sie gerade mal 4 Dollar pro Tonne. Dieses Salz wird für 260 US-Dollar pro Tonne als Speisesalz, Seife oder Waschmittel weiterverkauft. Die Agariyas, die hart arbeiten, um das Salz zu gewinnen, verdienen weniger als die Leute in der Industrie, die Geld investieren, um einen Profit zu machen. Ich kann mich an niemanden wenden. Die Agariyas wurden historisch sehr lange schlecht behandelt. Das negative Stigma bleibt bestehen und deshalb müssen die Salzbauern weiterhin diesen Beruf ausführen. Wenn wir nicht im Run arbeiten, wovon sollen wir dann leben? Es gab auf staatlicher Seite Versuche, die Situation zu verbessern. Doch noch immer leben viele in Armut. Wir sind nach Indien gereist, um zu erfahren, wie die Agariyas im Salzgeschäft gefangen wurden. Vor tausenden von Jahren gehörte dieses Gebiet zum Arabischen Meer. Die tektonische Platte von Saurashtra sank auf diese bestimmte Weise und die Kutschplatte sank stattdessen auf diese Art. Der mittlere Teil wurde also gemeinsam zu einer Wüste. Der Fluss Indus floss hier noch immer hindurch, bevor ein Erdbeben im Jahr 1819 die Richtung des Flusses änderte. Und deshalb ist dieser gesamte Bereich ausgetrocknet. Aber das Wasser und der Schlamm, die sich immer noch unter dem Boden befinden, sind 10-mal salzhaltiger als Meerwasser, also perfekt für den Salzabbau. Salz war einmal ein Rohstoff, der so wertvoll wie Gold war. Seitdem arbeiten die Agariyas hier. Tropenstürme fluten das Gebiet ab Juni mit Wasser. Es kann dann 4 Monate dauern, bis das Wasser zurückgeht. An diesem Punkt kommen die Salzbauern ins Spiel. Bhavna Harsh Endani ist Wissenschaftlerin und lebte 7 Monate lang mit den Salzbauern. Die Agariyas kommen jedes Jahr im Oktober an. Im ersten Monat ist die Wüste nass, weshalb wir den ganzen Weg laufen müssen. Patadia Kugapai und seine Frau nehmen alles mit, was sie in den nächsten 6 Monaten zum Überleben benötigen. Dazu gehört Werkzeug, um ihre Hütte zu bauen, Kleidung, landwirtschaftliche Geräte und ihr gesamtes Essen und Wasser. Wir leben im Run, weil der Weg hierher sehr teuer sein kann. Vieles ist sehr teuer geworden, deshalb bleiben wir einfach hier. Sie müssen das Material finden, für das sie überhaupt hier sind. Salziges Sohlewasser unter der Erde. Dafür graben sie 9 Meter tief in den Schlamm. Das Ausheben der Brunnen kann eine ganze Woche dauern. Dann stellen die Familien diese staatlich geförderten Solarpaneele auf. Sie betreiben die Pumpen, die das Sohlewasser an die Oberfläche bringen. Dann bauen die Agariyas diese weitläufigen Salzebenen als Salzbecken. Wir grenzen die Salzebenen mit Hilfe von Trennwänden aus Schlamm ab. Und dann nutzen wir diese Walze. Mit der Walze ebnen sie den Boden. Wenn das Salz sackt, nutzen wir die Walze, um den Boden zu stärken. Das machen sie per Hand 10 bis 20 Mal am Tag. Es ist Knochenarbeit. Die Arbeit in der Wüste ist echt schwierig. Jeder in der Familie hilft mit. 3 von uns arbeiten gleichzeitig. Dann lassen die Bauern das Salzwasser aus den Brunnen ab. Das Wasser fließt in die Becken. Beim letzten Becken erreicht das Wasser einen Salzgehalt von 24%, der für die Bildung großer Salzkristalle erforderlich ist. Die erfahrenen Bauern können nur vom Geschmack des Wassers sagen, ob der Salzgehalt perfekt ist. In diesem Becken werden mindestens 300 bis 400 Tonnen Salz produziert.
In den nächsten Monaten formen sich durch das Verdunsten des Wassers Salzkristalle. Wir benutzen diese Rechen aus Metall und damit laufen wir durch die Becken. Ein solcher Rechen ist mit 22 US-Dollar zu teuer für viele der Bauern. Jedes Jahr einen neuen zu kaufen ist sehr teuer. Also reparieren wir ihn selbst und nutzen ihn 2 bis 3 Jahre lang. In den ersten 3 Monaten müssen Sie die Salzkristalle täglich rächen. Durch das Rächen kommen die kleineren Kristalle nach oben und sie können an der Oberfläche wachsen. Sie beginnen früh am Morgen mit dem Rächen, um die schlimmste Hitze des Tages zu vermeiden. Am Anfang kann eine einzelne Person das Salz rächen. Wenn das Salz sich verdickt, müssen aber 2 oder mehr Leute am Rächen ziehen. Die Arbeit hier kann aber sehr gefährlich sein. Die Lebenserwartung dieser Bauern liegt nicht nur wegen den extremen Temperaturen bei nur 60 Jahren. Sie arbeiten außerdem mit starksaurer Sohle aus dem Untergrund. Da sie dieser Sohle aus dem Boden ständig ausgesetzt sind, bekommen sie oft Hautprobleme. Meist entwickeln wir Hautkrankheiten. Die Infektion heilt erst nach einem Monat. Sie beginnt entweder in den Füßen oder den Händen. Viele der Agarias erblinden, weil sie jahrelang der hellen Sonne in der weißen Landschaft ausgesetzt sind. So weit entfernt vom nächsten Dorf ist die medizinische Versorgung oft zu teuer. Mein Großvater war dabei, die Salzschicht aufzubrechen, als er eine kleine Infektion an den Füßen bekam und durch das ganze Salz konnte diese nicht heilen. Wir haben ihn ins Krankenhaus gebracht, aber selbst dort heilte es nicht. Wir haben 2 Jahre gewartet, aber die Infektion hat sich im ganzen Bein verbreitet. Der Arzt musste das Bein abschneiden, nach der Operation lebte er noch 3 Tage. Dann ist er gestorben. Trotz dieser Bedingungen leben und arbeiten die Agarias bis in den Frühling hier, wenn das Salz endlich fertig ist. Sie ernten 3-mal. Das Salz der ersten Ernte hat die beste Qualität. Sie reisen meist im April mit 1000 Tonnen Salz ab, das sie an einen Händler wie Rafiq Rahim Bhai verkaufen. Ich produziere selbst kein Salz. Ich kaufe es von den Agarias vom Ran. Sein Team holt die Ernte mit Lastwagen ab. Sobald es vom Ran geliefert wird, geben wir das Salz in den Einfülltrichter, zerkleinern es und waschen es. Nach dem Waschen wird das Salz in der Zentrifuge vom Wasser getrennt. In seiner Fabrik, in der das Salz verarbeitet und verpackt wird, beschäftigt Rafiq 200 Arbeiter. Er sagt, während dem Wasch- und Trennprozess verliert er etwa 20% des Salzes. Dann geben wir Jod in das Salz und zerkleinern es noch einmal. Es wird verpackt und einerseits als essbares Küchensalz verkauft und außerdem als Kristallsalz für Seifen, Waschmittel und Backpulver. Dieser Prozess verfeinert das Salz und erhöht seinen Wert. Rafiq verdient mit seinem Produkt also 60 Mal mehr als die Salzbauern. Bafna sagt, dass sie von Salzhändlern weiß, die zusammenarbeiten, sodass sie so wenig wie möglich für das Salz bezahlen. Wenn ich als Salzbauer sage, dass der Preis zu niedrig ist und ich mehr brauche, dann sagt der Händler, okay, gib mir dein Salz nicht, geh zu jemand anderem. Dieser Händler geht dann zum anderen Händler und sagt ihm, dass er mein Salz nicht annehmen soll. Rafiq bestreitet diese Geschehnisse und sagt, dass Bauern ihre Preise selbst verhandeln können. Die Agarias können ihre Produkte an alle möglichen Händler verkaufen. Sie sind mehr oder anderen nicht verpflichtet. Rafiq sagt, er zahle den Bauern überdurchschnittliche 5 bis 8 Dollar pro Tonne, das konnte Insider aber nicht bestätigen. Die meisten Bauern, mit denen wir gesprochen haben, sagten, dass der Marktpreis für Salz in dieser Saison zwischen 2 und 4 Dollar pro Tonne liege. Die Händler bestimmen beim Verkauf des Salzes die Preise. Und das ist der Endpreis, den wir für unser Salz bekommen. Das bedeutet, dass eine Familie in einem guten Jahr etwas mehr als 4.000 Dollar für 6 Monate anstrengende Arbeit verdient, das reicht aber nicht, um die Vorbereitung auf die nächste Ernte zu bezahlen. Daher müssen viele Agarias am Anfang jeder Saison einen Kredit bei Händlern wie Rafiq anfragen, um durch die Saison zu kommen.
Durch diesen Machtmissbrauch sind die Salzbauern in einen Teufelskreis von Krediten und Schulden gefallen. Es ist sehr schwierig für sie, aus diesem Kreislauf herauszukommen. Das bedeutet, dass eine Familie in einem guten Jahr etwa 2000 Dollar für 4 Monate anstrengende Arbeit verdient. Das liegt deutlich unter der Armutsgrenze. Die Agarias hatten nie wirkliche Kontrolle über ihr Salz. Die Briten stuften die Gruppe nach dem Criminal Tribes Act von 1871 als kriminell ein und somit wurden alle Mitglieder von Geburt an als solche abgestempelt. Viele Historiker sagen, dass das eine Art war, ärmere Völker aus niedrigen Kasten, die die Kolonialmacht nicht unterstützten, zu kontrollieren. Das Gesetz gab der Polizei die Macht, die Bewegungen der Agarias zu beobachten und sie ohne großen Grund zu verhaften. Die Briten besaßen das Land, und obwohl die Bauern hier noch arbeiten durften, transportierten die Briten das Salz nach England, um es hochversteuert wieder nach Indien zu verkaufen. Die Salzbauern durften ihr Salz nicht aus der Region hinaus transportieren. Die Frauen versteckten die Salzkristalle also in ihren Unterröcken, um das Salz zu transportieren und nahmen es später wieder heraus, denn Salz war sehr teuer. Viele Inder konnten sich das versteuerte Salz nicht leisten, obwohl es eines ihrer Grundnahrungsmittel war. Die Salzversorgung abzuschneiden, das war fast so etwas wie eine Kriegserklärung. Es wurde so schlimm, dass Mahatma Gandhi 1930 den 385 Kilometer langen Salzmarsch organisierte, einer seiner erfolgreichsten Aktionen des zivilen Ungehorsams. Er zog von Stadt zu Stadt und es schien, als stünde ganz Indien hinter ihm. 60.000 Demonstranten wurden inhaftiert, darunter auch Gandhi selbst. Bis zur Unabhängigkeit Indiens 1947 war Salz ein Streitthema. Nach dem Ende der britischen Herrschaft wurden die Agarias nicht mehr als krimineller Stamm eingestuft. Dieses Stigma bleibt aber bestehen. Ohne andere Optionen waren sie in der Salzproduktion gefangen. Das ist der Grund, warum die Salzbauern noch immer diesen Job ausführen. Wir sind hilflos, also müssen wir in der Wüste arbeiten. Und sie arbeiten immer noch auf Land, das ihnen nicht gehört. Nachdem die Briten gegangen sind, wurde der Ranoff-Kutsch von der Regierung übernommen und an die Agarias verpachtet. Allerdings hat die Regierung den Pachtvertrag nicht verlängert. 1972 wurde ein Großteil der Region zu einem Naturschutzgebiet erklärt. Daher produzieren sie das Salz nun illegal. Ihre Arbeit ist illegal. Es gibt aber eine unausgesprochene Vereinbarung zwischen Regierung und Gemeinschaft, sodass sie außerhalb der geschützten Bereiche weiterhin Salz ernten dürfen. Die Regierung stellt sogar Ausrüstung wie bezuschusste Solarpaneele sowie Stiefel zur Verfügung, um die Bauern vor Fußinfektionen zu schützen. Seit wir die Solarpumpen haben, machen wir mehr Gewinn. Die Salzbauern und ihre Befürworter hoffen langfristig auf eine höhere Beteiligung der Regierung, um beispielsweise einen Mindestpreis für Salz festzulegen. So wie sie es auch für die Baumwoll- und Kümmelproduktion getan haben. Der Ökologe Ajayi fürchtet, dass das nach hinten losgeht. Der Ausbau der Salzfarmen schadet der Natur und führt zu einem niedrigeren Grundwasserspiegel. Wenn es so weitergeht und sie weiterhin das Salz auf diese Art ernten müssen, werden die Salzfarmen sich weiter ausbreiten. Dann kann es sein, dass es in 20 Jahren kein Grundwasser mehr geben wird. Und dann kann hier auch kein Salz mehr produziert werden. Da ihre eigene Landwirtschaft die Sohle erschöpft, ziehen die Agarias immer tiefer in die Wüste, weiter weg von Städten und Dörfern. Wir können ihnen zumindest eine grundlegende Wasserversorgung garantieren, sodass sie wenigstens ein paar Annehmlichkeiten haben können. Aber bis die Unterstützung kommt, werden diese Leute zur nächsten Saison wiederkehren.